Willkommen zur mentalen Gesundheit. In dieser zweiten Satz vom Podcast wollen wir Eva Messbruck in ihre verschiedenen Orte reden. Wir sind Orlando Epp, Darlene Friesen und Egon Zawadzki von Sanatorio Luz y Vida in Kolonie Sommerfeld, Paraguay. Du kannst uns ein YouTube finden und ja mentale Gesundheit oder uns über WhatsApp schreiben +595 975 333 777. Wir hören hier eine Frage oder Kommentare. Von dort werden wir dort Zeugnis hier von einer Person, die wir Sunshine genannt haben. Dort ist die Lichtbringende, die Sonnenstrahlen. Und dort ist einfach auch diese Name hier, wie auch bin, wie diese Person, die uns das Zeugnis gegeben hat, dort wie der damit sehen kann. Dort ist uns Wunsch dafür. Also, das ist das Zeugnis von Sunshine, dort wird von Orlando für ihr gelesen. Hallo. Ich bin in der Klinik Sommerfeld Jibur. Ich habe verrascht, mein Zeugnis mitzuteilen. Ich dachte nicht für andere Menschen, die vielleicht sehr ähnliche Sachen erlebt haben, sondern ich dachte, dass ich das Gefühl habe, dort irgendwie kann Frieden bringen, Freiheit führen. Zu der Frage, was hast du erlebt? Das heißt, ich habe erlebt, dass ich von klein an muss meinen eigenen Schutz sehen. Ich muss mich bewahren, ich bin abhängig von mir selbst. Wenn es China würde ich ernsthaft, dass ich kann am Schutz abwachsen. In für wie lange Zeit hast du Missbrauch erlebt im sexuellen Bereich? Das fängt an, sag ich sei, ungefähr ich 5 Jahre alt war. Sie können sich daran nach gut erinnern. Dass wir eine älter erwachsene Person mit der Familie. Ich kann mich noch gerade denken, was für Deutsch in der Schlupfstuhl oder im Zimmer wäre. Ich kann mich noch daran erinnern, wo die Person das versprochen hat, mir Geschenke zu geben. In das ganze Bild von diesem erwachsenen Mann ist mir ganz klar in meinem Gehirn, in meinem Kopf, das verloschen da. Und sie ging das wieder. Eine andere Person mit der Familie, die ist Familie, Familie. Bei der ungefähr sie um 12 Jahre alt war. Die Frage, was hat das Missbrauch in deinem Leben hingelotet oder was hat dort in deinem Leben gedohnt als Person, sagt sie, das hat viel gedohnt. Das hat dort geführt, dass ich auch andere Kinder sexuell belästigt habe. Ich war ein Ohn rebellisch. Ich habe jahrelang mit großen Gedanken oder so etwas Fantasie gelebt. Ich brauche keinen Pornofilm oder so etwas zu sein. Und trotzdem in meinem Kopf wie die Sache. Und ich wäre da bereits 12 Jahre alt wie in meinen Kinderjahren noch. Was für Fehler hat ich geleistet an dir? Ihre Antwort ist Schuldgefühle, Beta-Chat, großen Eier, Schäme, Schande, ein Hass, ein Ekel, und mit wenig Wied. Ich hatte die Fehler gehabt, dass ich ein bisschen Müllarm, ein Garbage-Arm, mit mir wäre es nicht. Naja, und was hast du da mit dir tun? Hast du Hilfe gesagt? Hast du in mir verteilt davon? Die erste Person, sag ich, die ich von dem mitteilte, wie meine Mama. Die Mama war sehr doll, weil ich das mitteilte. Als ich ungefähr 7 oder 8 Jahre alt war. Und sie sagte mir, dass wenn es nochmal fertig dann wo ich die Strophe für das. Und das ist dann auch passiert. Aber von dem Moment an, wie mir dort klar, dort meine Schuld war, dort ein Problem war,
Und dass die ganze Schuld alles verursacht wird, wie alles meint. Irgendwann in meiner Jugendzeit hat meine Familie mir dann irgendwie mehr Mädchen gemacht, mal auch mit etwas zu tun und Help zu sehen. Wenn sie nicht schlupfen können, nicht so gehen an wir. Und ich kann mich daran erinnern, wo ich die Grütsch wurde mit hat, wo würde ich das mitteilen? Wem würde ich das hier vertalen? Und dann fange ich an abzuschreiben, meine tiefsten Gedanken, meine tiefsten Gefühle, ein Wort von einem Brief. Und dort kauf ich dann einen Bruder, einen Psychologen. Und da hast du angefangen, das rüberzubringen. Und was hat es dann um die Gedone in dem Bereich von Beziehungen? Ihre Antwort ist, meine Beziehung mit Gott ist, wird von da noch sehr hin und her, sehr unstabil. Wenn ich meine Gefühle bis ihren freien Gang lade, ran lade, dann ist es, als wenn alles nicht geschehen schafft. Alles ist, als wenn ein bisschen Märchen ist. Und diese Sache, dass Gott mir gut ist, wo kann ich damit fertig werden? In Gottes Leben der Sünder. So ist was er berief. Jetzt habe ich über entschlossen, Gott rüttelfalter im Sinn von, dass er sein Leben gibt, sein Anheil, dass man doch irgendein Ziel haben. Dass man doch nach Sehen rüttelkommen können. Dass man doch irgendwo was gerüttelt. Sonst wäre alles umsonst in der Enttäuschung über Gott so groß. Die Beziehung in der Familie, wo ich sage, du hast Leib und du hast auch Hass. Es sei immer ein Abwechsel. Beides ist auf der Finger. Und das Einzige, was ich dann sagen kann, ist, dass es nicht eine leichte Situation ist. In all diesem schweren Bände, was hat die dann dahin gebracht, Help zu sehen? Nach dieser düsteren Situation in meinem Mord, ich kann das mit mir nicht mehr klar sein. Depression, Angst, eine schreckliche Angst, eine große Angst für Todesangst, heißt in meinem Mord erst da für lange, lange Zeit gewesen. Und einfach, dass wir in meinem Mord so viel. Und ich bin noch viel mehr bin. Und auch immer, wie so wramhafte Feind, das alle hingeschrei. Und in der ganzen Band, in das Mess für Zwiebel leben, ist die Frage, dann hast du ja irgendwo Help getreten. Jo, das wie in der Help, den ich aus dich schwimmen komme, das wie ein langer Prozess. Ein langer Weg, den ich gewohnt sehe. Schwere Arbeit. Und brothaft wird Geld gebracht. Was hast du denn für eine Botschaft? Von deinem Leben, von was du erlebt hast, für dich, was auch hier am Pferd bist, oder was dir passiert ist, oder vielleicht von dir als Opfer. Die erste Antwort ist Verbehe. Mama und Papa. Mamas und Papas harscht auf ihre Kinder. Dort ist nicht okay, dass Kinder abwasen und irgendwo sexuelle Sachen mitspielen. Und wenn sie was antworten und sie was sagen, dann klagt die Kinder nicht an, oder eine anleidigte Meinung sei, redet lieber mit ihnen. Erklärt ihnen die Sache. Wenn es nachher was die Kinder dort ernten, dort tun, was du hast, die, was die andere haben, die Kinder gelehrt. Und die Sache aus Opfer, voller Opfer, wenn ihr das hier. Als Menschen, dass ich den Mut habe, Help zu sehen. Und wenn ich weiß, wo anzufangen, dann fange ich an zu schreiben. Nimm die Worte zum Schreiben und dann Blatt und schreibe ab. Bring diesen Brief nur eine Person, die vertrauen kannst, einen Psychologe. Der kann dir mit das helfen. Und was immer im Leben passiert ist, denke ich immer daran, dass die Nata spielen, die Kinder spielen, eine Chor.
wat nu hänge, wat dan zo'n hänge zijn je wat de hänge is, is veel kleiner als de wat ver ons is. Mij heeft man gestolen, mijn aanleiding het. Über wie die wir entscheiden, ob wir wollen wieder abfersen oder nicht, oder ob wir wollen gefangen bleiben in unseren Gedanken von Opfer. Hab Mut, mucho Animo, und den Opfer bist. Johannes 8, Vers 32 sagt, Jesus dort, die Worte, die Worte erzählen, und die Worte, die Worte in Friedenburg. Wann wir so ein Zeugnis hier haben, endlich musst wir dann erstmal ans Tiet nehmen, dort vorbeten. Du hast so viel, was du abgeschrieben steht, so viel, was du gesagt wird, was so deutlich wird. Und wenn der eine oder der andere hier erstmal mit einer Pause dreht und erstmal betet, sich eine Minute nehmen, ich glaube, das ist eine Sache, was sich lohnt zu tun. Was sind aber Sachen, die sind abgefallen? Sein bitte zum Zeugnis. Also wenn ich von mir rede, da tät sehr viel das Zeugnis. Kannst du es dir also jetzt, Egon? Da tät sehr viel in mir. Da tagiere das nicht einfach mal so. Und wenn man sieht und hier von so einer Schutzlosigkeit, das riecht mich ab. Und das schwor. Das vor, dass du hier in der Seine, dass man wirklich so ausgeliefert sein kann. Mm-hmm. Sie sagt, sie muss aus Kind und sie selbst erschützt sein. Sie muss für sich sorgen. Ja. Sie ruft alles taub am zu überleben. Mm-hmm. Es ist so, dass ein kleines Kind, und das Bild, das ich habe, ist von einem kleinen Kind, das einfach die Welt ausgeliefert ist. In einer Worte sagt, was eigentlich auch dort hört, dort hört es, was mit Lothar sie sagt, dass sie ihre Mutter dort endlich verteilen will. Und kann, weil er dort gedohne hat, dann war sie nochmal ausgeschält. Ich glaube, sie war sogar bestraft nochmal dafür. Mhm. Und dort ist auch ein Teil von dieser Schutzlosigkeit, was sie da hat, ja. Das hat dann nochmal gesagt, so, ich mag Schutz sehen, und sie mag mich helfen. Ja. In der erste Person, was am ganz dichtesten ist, ist die Mama. Aber die hat sie dann auch nochmal bestraft dafür. Ja, oder ihr sagt, ich bin ausgeschält in das Ganze. Und ich glaube, das bestätigt nochmal wirklich, dass sie wirklich ohne Schutz da ist. Ein kleines Kind, ein kleines Mädchen da steht im Leben und einfach keiner da für er ist. Ja. Und die Person, die du soll der Schutz anbieten und er soll verteidigen, hat er nicht. So was meint er dann abzuwaschen in einem Heim, wo grausame Sachen getan wurden, von Mann, oder auch Schriften auch von Meyers, von der Familie, und sei ohne Protektion, ohne Schutz. Ich habe mir gedacht, dass der Mann, der bei einem großen Fleisch steht, in der Wende pisst, und du hast China. Und das noch nicht, wenn sie sich an Fuß halten. Aber Schutz hatte, am Morgen schreien, Trost schreien, mit dem Gefühl von Vertrauen als einfach ganz klein, wandel Vertrauen als nur irgendein Mama und Papa. Und noch Gott, alle drei nicht. Wir haben alle von klein ab diese Quelle von Schutz, was wir schreien, ja. Von unserer Mama, von uns Eltern. Und wenn die Quelle dann aber auch ähnlich dort ist, was nicht schutzhaft, dort jeden Teil. Dort macht was an uns Gehirn, an uns Leben. Ich schaue mir so fair, wenn man irgendwo Büte ist und da ist ein großer Sturm, kommt auf einem Tod. Mm-hmm. Dann wirst du die Schutz sehen. Mm-hmm. Und dort erste, wo die einfällt, ist vielleicht, da steht ans Haus, ich will ein Haus ran. Ja. Ja, da ist ein Tag, da sind Beine, da ist alles reit. Und wenn du aber daheim, du bist auf dem Wasch daheim, dann meinst du mit einmal, ah nee, der Sturm kommt von meinem Haus, da wo ich endlich mich beschützt fallen soll, von dort kommt der Sturm. Wo ran ich dann hin? Ja. Das ist dann erstmal einfach, da ist noch Standort, ja. Vielleicht nur beim Fremden, oder so. Das ist wirklich, das ist ein Gefühl von Schutzlosigkeit, wo dort
för det att kunna nu mest och vara en fänja. Ja. Jo, när as mamma nicht då en dreift med strofe. Det är passiert. Okej, okay. Pappa är nicht en bildbärne. Okej, okay, dann hast du wärst und dann kommen noch an diesem, an ihrem Zeugnis noch ein paar andere Männer fair. Mm. Adultos, Erwachsene. Aber die beide auch keinen Schutz an. Mm-hmm. Die kommen am zu stehlen. Das ist echt, am zu nehmen. Mm. So, ihre Erfahrung als Kind, die Schutzlose, die das Bus, sie sei ja deep kommend. Und dann, das, was sie gesagt hat, sie schuldig für das Ganze, alles ab mir. Und ich habe mich einfach in die Jahren so gut gekriegt, nur dort zu sein und hier, wo er die Geschichte als junge Apostel in mir war, so sehr, sehr deep und so verletzt war der Essen. Mm-hmm. Und so wirklich schutzlos. Und das hat sie so klar beschrieben, wo das ist. Und dass sie haft muss, allein sich Schutz sehen. Und da kommt ein Kind, wenn sie ein Kind braucht, irgendwie. Und das ist der andere, das für er, für das Kind geben wird. Ja. Ganz klar. Sie. Und nur Gott haben wir sie, ja. Sie schreibt nicht, wo Gott auf ihrem jungen Leben wird, das verbedient hat. Und hier sagt sie bloß, dass das Mann mit mir Beziehung mit Gott ist, auch du das zu sehr zwei. Kann ich dem glauben, kann ich dem vertrauen? Und wenn wir ein Bild haben von unseren Eltern, und dann kommt dort, und dann hat dort dort verwundet, und dann haben wir ein Hirnchen vor der Hand. Also, mit sie sagt, der wird dort unstabil. Mm. Meine Beziehung mit Gott, unstabil. Ja. Mit meinem Papa, unstabil. So, wo ist dann Gott zu erleben? Und wo kann ich Gott vertrauen? Und die Bibel sagt, Gott ist gut, er ist voll Leben, er ist ein Leben hier vor der. Wann der erste Autoritäts- oder Person in ihrem Leben habe ich so muss man für die große, schlechte Menschen Blut oder Stunde in Erde verrichtet werden. Mhm. Ja. Mit dem dann auch ein einziger Dank, Eva, so eine Mutter zum Beispiel, oder so eine ältere Wort, mit einmal nu vielleicht hier oder dort nu in Mordchen mit einmal, ich habe mich Kind auch nicht beschützt. Mhm. Und vielleicht wisst es seine Mutter auch nicht, oder? Ja. Wo macht er dort? Vielleicht will sie auch niemand beschützt. Was kann ich denn? Vielleicht das Erste, was er einfällt. Ich will er nicht hier rast vor dir, oder was du immer übersetzt hast, auch mit einer ganzen Geschichte, ja. Und mit einmal passiert all diese Sachen, und weiß auch nicht, wo es damit angehen soll. Aber so, du hast auch, ich empfehle auch, Genot für diese Mutter oder Ältere oder Menschen, die eine Quelle der Zuflucht sein sollen, empfinde ich auch diese Genot oder diese Mitgefühl. Ja, und von der Neigung habe ich innerlich, wenn wir uns nicht wollen, so haben. Nee, das kann doch nicht so. Ja. Dort zu verdrängen. In diese Strophe, wie vielleicht auch eine Ort von Verdrängen von der Mauer. Ja. Er sieht. Was habe ich manchmal auch, wenn man mit der Mama halt kann vertellen, Mama hat ihn nicht anbringen, also die schlechte Aufsicht. Ja. Ich denke mal, die Bitte nicht bitte warm zu gehen. Mhm. Und mit einer anderen Mama, an anderen nicht haben, man vertellt, ja, du als junge Mann, du siehst sie dort auch. Mhm. Und wie der junge Mann nicht mal kein Verlangen hat, noch, ja. Mhm. Und man sagt, man beschuldigt, man kennt nicht ein Kind. Und Strophe was eingeordnet, wie sie vielleicht eine Botschaft zu geben. Er dort zu treffen, dann bin ich sagen, das dauert nicht. Mhm. Aber wenn man sagt, nicht in der Bälle, dass du jetzt irgendwann, dass ich kann hier was mit der Töne, wenn man die Sache über Generationen kommen, mhm. dann ist man mal gerade, was ich sehe, hat das. Mhm. Und sei vielleicht mehr als mir, ja. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht kommt diese Hilflosigkeit der Mutter. Mhm. Ja, oft auch ihre Warten, ihre Richtung, von wo sie kommt. Trotzdem sei wie den Mut, den Sunshine hat, ne, der Mama Tagone. Ja. Seid ihr richtig? Ich glaube, weil wir ganz in der Strecke hier dort sei in ihrer großen Verzweiflung, ging nur die Person, die sie dachte, was am nächsten Bibel wäre. Und das macht wie er einfach verloren. Dort ist, glaube ich, das ganze Recht, das wie immer war, frisch gesagt, Gott und Red, den Person, der ich vertraue. Ne? Und seid ihr dort? Mhm. Und sie haben Luther Unterhalt gefunden. So sind sie hier in ihrer Geschichte und sie haben einen Ort gefunden, dort zu vermitteln. Sie haben abgeschrieben. Sie sagt, sie haben abgeschrieben.
was passiert ist und was sie auf das angefangen rüberzubringen. Wie möchte du das sehr folgen, dass es für Menschen einfacher die Sache abzuschreiben? Uns zu geben, muss die Sache irgendwie sein, zu machen. Ja. Das ist ein anderes Bild. Wenn sie von ihren Pfeilen redet in der Beschrift, da hat noch ein paar seine wirklich tiefgehende Wiederkonzepte nennen. Mhm. Eigentlich ist dann Beta-Chat, weil das sehr bekannt, aber ein anderes Wort ist Eitel. Übersicht ein Eitel, ja, mir Eitel dort. Wenn wir da schon eten, was ich mir schön schmeckt, er schön redet, dann sei wird Eitel mehr. Mhm. Aber dort über sich selbst erinnert Gott Seite Mathe, weil er Schuldgefühle in Eier, aber dann wieder einmal andere. Das ist auch von Gefühle, IT, morgen in Garbage oder in Abfall. Und er weiß nicht, was ich mit dem Kapchen behalte, weil ich weiß, was ein Basurero ist, auf Spanisch gesagt. Abfalleimer. Naja, wo sei ich dort und wo empfängt ein Kind, so was das dort. Ja, so eine tiefe Wertlosigkeit, ja. Also, wenn ich Wert schätze. In Abfall ist dann auch gebrückt worden. Ja. Ja. Und dann war ich geschmiede. Ja. So, du wirst bloß für das Geld in die Bestie haben. Abfall, die Beste, ja, mit einer Basura. Und dort Fall, dort das meine Sache oder dort Selbstbild, was diese Person, die Sonnenschein dann ein wirkelhaft durch. Und auch nach Maya, ja, dann noch Schriftzug davon, Depression, ja, sind einfach ganz nicht mehr leben zu wollen. Schreitig große Angst, Albträume im Kino, wo der hinkommt. Und das sind Sachen, naja, wenn ich witzig bin, ich bin so, wo ich sehe aus. Abfall, negative Dage, dann hat Leben wirklich sehr düster. Bestohlen zu sein. Ja. Tut mir nicht wahrgenommen. Ja. Ohne zu fragen. Ohne zu fragen. Ja, wahrgenommen. So, ja. Ja. Wie folgt ab, noch andere Sache, diese Spannung, die sie bewiesen hat zwischen Liebe und Hass, die wird zu achten durch ihre Familie gegenüber. Ja. Das ist erst auf einem Ort, diese Liebe da, wo wir als Menschen für unsere Familie haben. Aber wenn diese Quelle von Schutz auch eine Quelle wie wo sie nicht beschützt worden ist, haft sich das Hass bei ihr entwickelt. Und sie haft auch wirklich diese zwei Wiedergeburt, was soll je in Eva stunden. Ja. Und diese zwei Sachen sind dieselbe Zeit, die Fälle, die sie für ihre Familie haben. Also da ist wirklich am Horten eine große Spannung, eine Lucha, ein Struggle, was sie durchgeht in ihrer Beziehung mit den Eltern. Oder mit der Familie, sagt sie. In Haas wird mein Buch so beschrieben als Rebellion. Sie redet von der Rebellion. Ich habe immer gesagt, dass jede Rebellion ist immer eine Geschichte. In Filmen wird toleriert die Rebellion nicht. Oder wir haben Angst, uns die Frage zu stellen, woran wird ein Mensch rebellisch sein? Woran ist ein Mensch so genial? In diesem Fall ist eine ganze Geschichte. Dort, woran sie wird so genial sein? Ja? Gegen den Menschen wird sie Liebe erweisen, habe ich niemals gegeben. Nie soll sie das leben, was ihr habe, schutzlos gelohnt. So, da ist ein großer Kampf, sich jemand zu erstellen, den ich muss als Verlust gewesen im großen Not. Und dann kommt eine Rebellion nach. Die Rebellion lohnt sich nicht, bis er schlecht ist. Auch nach vielleicht handelt ihr Wort als Verhänger. Und andererseits ist das ein Motor, was manchmal für er am Verweich zu kommen, am dort durchzukommen. Weil wie sein Sonnenschein, sie leidet sich nicht bloß in ihren Drecken, sondern sie kommt wieder. Sie ist in der Seichtigung-Erzeugnis, zum Beispiel nicht im Rückspiegel unbedingt so sehr ticke, sondern ich habe für mich noch ein fehlgeratetes Bild. Ja. Mhm. Ja. Und sie sagt, ich will hier in der Gegenwart mit dort leben, wo der Kampf in. Das Bild, das ich gerade von der letzten Lehne von mir sehr ab in ihrem Zeugnis. Und das bei mir im Spieltütchen und sie ein bisschen dahin ist. Wir sind immer ein bisschen. Und sie auf der Debatte ist das ganze Bild noch fair. Und gerade dich bedeutet, was ich dann abgeschriebenhaft erwähnt sie auch von, wo kann ein Gott von Leif verstehen, aber du musst ein Ziel mit dir sein. Gott hat irgendwie teuer, was sie nicht verstehen können, wir können leben ja vor, dass sie was tun. Aber die haft. Dann ist er gefragt, Gott, hier ist ein Ziel mit dir. Das, was mir ist angedeutet worden, was mir nur macht, hier ist ein anderes Ziel, ein anderes Proposit dahinter. Und dort, wo das Sonnenschein ist, um sich ist, und auch um Schmerz ist, und auch um Wiedergeben ist.
So, was ist eine Botschaft für die Menschen, für die Tiere? Eine Sache, was mir abfällt, wie ob ähnlich als ich glaube, Esperanza oder selbst Jokul gesagt, dass wir Tänja möchten wahrnehmen. Wenn die uns was sagen, ja, dass wir darauf eingehen und dass wir sie wahrnehmen, dass wir die Fehler, die wir beleben, dass es irgendwas da hin. Ja. Sie sagt auch irgendwas von, wenn Tänja irgendwie sexuelle Spiele spielen, dass das nicht normal ist, dass man irgendwas damit tun soll. Ja. Ich glaube, da ist einfach das, ich meine, da hin ist, dort, wo diese früher nicht gehört haben, dort wünschen die sich zu sagen, dass 100 Tänja dort haben können. Ja. Wahrgenommen zu sein, wie die Älteren, wie andere Erwachsenen und so weiter. Noch eine Sache, die Sunshine sehr gut bringt, ist die Wichtigkeit, dass die Mann und Papa die Verantwortung übernehmen, aber auch nicht noch mehr als bis ich auf dem Dach habe, in drei Kleider und ein Dach über dem Kopf. Auch die Jungs in dem Jahr das lernen über Sexualität. Auf dem gesunden Marsch. Und halbe die Frau zu beantworten, die Jungs im Jahr haben, im jungen Alter. Und Sexualität erklären, irgendwie wird heilig, was gut, was rein und was durchleitend wird, von Gott geplant ist. Und ohne diesen verschwindenden, stehlenden Sachen, was da passiert ist. Und ich glaube, das wäre eine sehr wichtige Botschaft, auch, dass mein Papa dort anfangen, vorzunehmen, dass die Abruf, die sie aus, haben aus Eltern. Ja, und mit einer Sache, glaube ich, steht Sunshine auch weiter ab in ihrer Identität. Und sie sagt, okay, ich habe ein Licht, ich brauche nicht mehr eine Dunkelheit bleiben. Mhm. Ich habe ein Licht zu bringen, ich fange an zu reden. Mhm. Und dort, weil sie gemerkt haben, mit dem, was so etwas Ähnliches erlebt haben, dort den Mut haben zu reden. Mhm. Nicht in der Distanz und allein bleiben, sondern abstehen und für ihre neue Identität in Christus kämpfen. Wir danken Sunshine für ihr Erzeugnis und wir hoffen, dass Menschen wirklich Licht erfordert haben, dass das Zeugnis und was sie hier lehren und dass Menschen auch halten und sehen können. Dankeschön für Torwarche. Wir hoffen, dass unsere Programme irgendwie gut halten können. Wenn Sie Kommentare oder Fragen haben oder auch Teilmarsch verschlungen wollen, schreiben Sie uns über WhatsApp bei uns melden. Die Nummer ist +595 975 333 777. Bis nächstes Mal.